Willkommen zu The Brief from Brussels. Seit langem wird in der EU eine Debatte über einen europaweiten Mindestlohn geführt. Ohne Ergebnis. Jetzt hat sich die neue EU-Kommission des Themas angenommen. Von Empfehlungen ist Brüssel zwar noch meilenweit entfernt, aber der Prozess der Anhörung der verschiedenen Argumente aus den Mitgliedstaaten hat begonnen. Ein Bericht von Maria Psara. Die Europäische Kommission hat den ersten Schritt in Richtung auf einen einheitlichen Mindestlohn in der EU gemacht. Dabei geht es Brüssel nicht um die Festlegung einer Summe, vielmehr soll eine gemeinsame Basis der Kriterien aus den Mitgliedstaaten gefunden werden. Mit den Worten Ursula von der Leyen, es soll die Abwanderung von Menschen von Ost nach West gestoppt werden. Die unterschiedlichen Lohnniveaus in der EU würden Hunderttausende Menschen auf der Suche nach Arbeit von Ost nach West fliehen lassen, so die Sozialdemokratin Klára Dobrev aus Ungarn. In ihrem Heimatland gäbe es bereits einen großen Mangel an Arbeitskräften, der die gesamte Wirtschaftskraft beeinträchtige. Wenn es einen einheitlichen EU-Mindestlohn gäbe, könnte dieser äußerst negative Wettbewerb beendet werden. In der EU haben nur 6 Staaten keinen gesetzlichen Mindestlohn, darunter Österreich. Ansonsten gibt es gewaltige Unterschiede. Der Mindestlohn reicht von knapp 300 Euro in Bulgarien bis rund 2000 in Luxemburg. Man stimme dem Ziel einer Stärkung der Löhne zu, so der schwedische Sozialdemokrat Johan Danielsson. Doch in den nordischen Staaten gäbe es die Befürchtung, dass die Tarifautonomie der Sozialpartner geschwächt werde, wenn sich der Staat einmische. Eine EU-Gesetzgebung, die einen Mindestlohn festschreibe, sei aber ohne eine Intervention des Staates nicht möglich. Die Kommission versichert indes, die Tarifautonomie bleibe unangetastet. Es solle lediglich ein Lohndumping verhindert werden. Unterstützung kommt von den Gewerkschaften. Lusa Vicentini, der Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbands in Europa, spricht von einer historischen Gelegenheit. Erstmals werde die EU auf die dramatische Situation der Löhne aufmerksam und wolle Änderungen vorschlagen. Die Gewerkschaften hätten seit mehr als 10 Jahren eine Sparpolitik bekämpft. Nun sei eine Politik der Lohnerhöhungen notwendig. Der Vorschlag der Kommission soll im September vorgelegt werden. Bis zur Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten könnten danach indes noch viele Jahre vergehen.